Er ist zwar gerade mal 19 Jahre alt und dennoch steht Aftus Bahic bei Energie Cottbus im Tor. Der junge Keeper durfte am vergangenen Wochenende zum ersten Mal in der Regionalliga von Anfang an spielen. Beim 2:0 Auswärtssieg gegen Hertha BSC 2 hielt er seinen Kasten auch direkt sauber. Vor dem Spiel war er schon etwas aufgeregt. Im Spiel ging die Aufregung weg, seit Anpfiff. Und das Gute war, dass die Mannschaft hinter mir stand, dass sie mich aufgebaut haben. Und dann ging es auch viel einfacher. Eigentlich ist Aftus Bahic der Ersatztorwart bei Energie. Als sich Stammtorhüter Alex Meyer letzte Woche einen Innenbandriss zugezogen hat, ist Bahic große Chance gekommen. Auch diesen Samstag steht er wieder zwischen den Pfosten, diesmal im Landespokal gegen den Brandenburger SC Süd 05. Trainer Klaus-Dieter Wollitz gibt vor dem Spiel ein klares Ziel aus, man sei der Favorit und wolle den Pokal gewinnen. Trotzdem warnt der Trainer vor Nachlässigkeiten. Entscheidend ist, dass der Höherklassige extrem diszipliniert spielt. Es wird sich nie ändern. Extrem einfach spielt. Extrem gewissenhaft auftritt. Und nicht meint, er wäre der Schlaumeier des Fußballs. Die Favoritenrolle, denke ich, dann wird man dann auch gerecht. Das Spiel gegen den Brandenburger SC ist das Viertelfinale des Landespokals. Für Aftus Bahic ist es bereits die zweite Partie in diesem Pokal von Anfang an. Dass er im letzten Ligaspiel kein Gegentor bekommen hat, lag auch an der guten Abstimmung zwischen Torwart und Abwehr. Ja, also im Training rede ich auch mal mit Abwehr. Deswegen lief es auch im Spiel ganz gut. Und so soll es auch weitergehen. Auch gegen den Oberligisten aus Brandenburg wird Aftus Bahic versuchen, kein Gegentor zuzulassen und damit auch den Einzug ins Halbfinale des Landespokals zu sichern.